So, an der Stelle weiter. Und zwar wollte ich jetzt hier das Stromnetz trennen, um praktisch auch nachts erstmal auf Akkumulatoren zu fahren und tagsüber die von der Solarenergie laden zu lassen. Und Factorio hat ja hier diesen Power Switch eingefügt und mit dem will ich das jetzt mal probieren, ob das funktioniert. Ich bin mir nicht sicher, wie das war, dass man das Kabel trennen kann. Ich weiß nicht, ob das war, wenn man mit dem Kupferkabel draufklickt oder so, oder einfach dann die Masten entfernt. Irgend so eine simple Sache war das. Aber da ich das bisher nie benutzt habe, weiß ich das gar nicht. Auf alle Fälle konnte man mit Kupferkabel und so, also hier dann wieder neu verbinden und auch entfernen. Sehr praktisch. So, damit habe ich jetzt hier das System und in dem Bereich sind ein paar Akkumulatoren. Dann werde ich den Mast mal verschieben. Der kommt hierher. Da ist bloß noch der eine Akkumulator im Bereich. Das ist aber nicht ganz so schlimm. Genau, der Laserturm hat nun keinen Strom mehr. Das lässt sich aber beheben. Sag's mal so. Und das ist getrennt. So, und jetzt ist die große Frage, wie das mit dem Power Switch funktioniert. Hatte ich nicht gerade einen gebaut? Ja, hier so. Da habe ich sogar schon zwei davon im Inventar. Super Sache. Ja, den machen wir einfach mal hierher. Strom dran. Jetzt wird spannend. Ist natürlich zu weit weg. Wäre ein Wunder. Dann kommst du eben dorthin. Und du hierhin. So. Und jetzt muss ich den Power Switch ja nur noch schalten. So. Und so. Und ich habe eine gesehen, dass man ja praktisch das an den Schaltvorgang auslösen kann, indem man einfach ein Kabel an die Akkumulatoren macht. Da machen wir am besten mal ein rotes Kabel dran an. Hier hinten sieht es gut aus, machen wir es einfach an den. Eigentlich wäre so ein größerer günstiger, weil ich mir nicht sicher bin wegen dem Dings. So, und jetzt Condition. Da geht's schon wieder los. Ich bin eindeutig, sag ich mal, zu doof, das zu kapieren. Und ich glaube, man muss noch ein. Ach ne, Output-Signal. Ah, Charge-Level. Okay. Ah. Wenn A größer 0. Wenn A kleiner als 10. Vielleicht funktioniert es ja. Das sind 25. Das läuft. Das funktioniert. Werde ich mal hier trotz allem noch ein. Ach ne, das ist der Akkumulator. Habe ich den falschen angeschlossen? Ne. Wenigstens was. Der ist hier im System. Das sind die 25 Megawatt. Und könnte man vielleicht noch was dazu geben, oder? Ja. Stellen wir noch zwei dazu.
Sieht doch nicht ganz so leer aus. Naja, wenn ich immer dabei bin. So, jetzt laufen die Dingens mit Akkus. Aber die waren ja geladen. Das Problem könnte jetzt natürlich sein, dass die Laderate dann hin und her flippt. Na, mal sehen. Entschuldigung. Sieht eigentlich stabil aus. Würde ich jetzt gleich zeigen, ob ich noch das erweitern muss oder nicht. Und der Überstrom ist bei 1,4 Nutzung. Ja, ist 1 Megawatt. Das müsste eigentlich reichen, um das tagsüber auch wieder zu füllen. Kann natürlich auch sein, dass jetzt eine Kiste voll ist und deshalb die Mining Drills vielleicht weniger arbeiten. 300, ne, sieht eigentlich auch gut aus. Und ja, reicht definitiv. Hier kommt jetzt schon die Solarenergie zurück. War eine kurze Nacht, sozusagen. Und das ist eigentlich ganz positiv, denn das bedeutet, ich kann hier den nächsten Außenposten hier oder hier oben, kann ich nämlich da jetzt in Angriff nehmen und hier praktisch die Zugverbindung hochziehen und ebenso, auch hier ist auch nochmal Stein. Und auch hier mit anschließen an das System. Natürlich, wenn man es jetzt mal so guckt, kann ich da genauso gut den Strom aus der Basis ziehen, wenn ich den so lang hochbaue. Aber naja, was soll's. Ich bin eben nie ganz so groß oder weit wie entfernt wie in anderen Spielen. Oder bei anderen Spielern, wo man dann ewig weit ja, mit Zug fahren muss. Ja, ich bin eigentlich erstmal soweit zufrieden damit. Wird sich zeigen, wie inwieweit das ist mit dem Laden oder nicht laden. So, und dann kann der Zug jetzt endlich seine Aufgabe erfüllen und wird entladen. Ich muss mir auch noch mal ein schöneres Schienensystem zusammenbauen. Und mich vielleicht komplett mal durchgängig einmauern hier. Und das am besten auch mit dem Blueprint und naja, kann ich vielleicht auch mal angehen. Ja, also, wie mache ich das? Das kann ich löschen. Und gucken wir mal.
Also von den Mauern habe ich eigentlich genügend. Dann brauche ich. Eigentlich ist es schön, die Gun-Türme zu haben. Aber da braucht man dazu auch Munition. Also gut, machen wir das mal so. Dahinter ein Arm, der Munition reingibt. Ein durchgehendes Fließband. Und einen, mache ich das einfach so, einen Laserturm. Und eigentlich muss ich das genau so lang machen, dass das alles in so ein Verbindungsfeld passt. So dass das sich alles verbindet und connected und naja, wie immer. So. Eins zu weit. Und dazu auch jeweils noch eine Lampe. Wo stelle ich die Lampe hin? Am besten um die Säule rum. Okay, also nochmal das ungefähr hier. Oh. Da. Genau. Ja, manche haben da bestimmt irgendwo schon ein Blueprint oder so, wie die es immer bauen. Und für die ist es dann einfacher, aber ich verwende das relativ selten, weil ich die Mauern dann einfach irgendwo so baue. Und setze und naja, dadurch ist das, sieht aber ganz gut aus. So, machen wir das einfach mal so. Das ist hier. Bisschen symmetrisch muss das Ganze sein, sonst sieht das nicht schön aus. Ein Laufstreifen, Laufstreifen, die Verbindung dazu, genau. So, Licht. Naja, da arbeite ich immer noch dran. Ach, das können die Roboter nicht setzen, also nehmen wir einfach entweder die. Müsste eigentlich okay sein, so. Hier. Jetzt muss ich das trotzdem mal ein bisschen verbinden, sonst ist das hier furchtbar dunkel. So, das ist das. Das ist der Streifen. Könnte man auch was anderes nehmen als Weg. So. Und dahinter geht auch immer gleich die Eisenbahnlinie mit lang. Trunk weg. In etwa so. Da habe ich natürlich jetzt immer noch keine Kurven und sowas. Und hier. Vielleicht so. Und dort dazwischen Tor. Oder ich mache das, oh Mist, oder ich mache das Zone 1 und Zone 2. Ja, denke ich mal. Das ist eine gute Idee. Kommt immer darauf an, ob die beiden das auch eine gute Idee finden. Ne? Aber gucken wir einfach mal.
müsste das eigentlich der Weg. Na gut. Dann mache ich das. Genau, und das Förderband brauche ich auch noch. Also machen wir mal den Turm, zwei von unten hier hin. Und hier, genau, wir machen hier die Nahverteidigungstürme, wobei die 28 haben, die haben eigentlich eine längere Reichweite, also tausche ich die nochmal, die Nahverteidigung und Fernverteidigung, Fernwehr. Verteidigung. So, da sind dann dazwischen sind zwei C4 Felder. Jetzt sind es eins, jetzt geht es genau auf und hier ist eins zu wenig. Eins, zwei, hier. Da geht es dann, sind die untersten bloß drei auseinander, aber das stört mich jetzt mal nicht ganz so. Bestimmt irgendwie ungleichmäßig, ja. Naja. Dann kommt hier und schon geht's los hier. So. Genau, Munition rein. Und schon ging es los hier. Das bedeutet, ich muss dann nochmal meine Munitionsproduktion auch nochmal optimieren, um diese dann auf so ein Förderband zu kriegen. So, was wollte ich jetzt? Brauche ich das? Was sogar aufgeht. Glück muss man haben. So. Und um den Todesstreifen abzuschließen, müsste ich eigentlich noch mal ein wenig so ist das ganz okay. Noch eine Verteidigungslinie hier hinten weiterziehen. Wobei die Schienen an sich ja selber auch immer so eine Art Verteidigung sind, wenn der Zug lang fährt. So, wenn das alles gefallen ist, oder ich setze hier nochmal auf größere Mauern. Das ist dann vielleicht ein bisschen sehr übertrieben. Naja. So. Eins. Zone, die andere. Wieder dort erwischt. Aber es ist richtig, wenn die, wenn das gefallen ist, so ist es vielleicht günstiger. Bloß kann ich selber nicht durchgehen in die Zone. Genau, da bleibt es bei dem Gang, dass man hier innen drin alles ablaufen kann. Genau, und ansonsten ist man außen und das bildet immer gekapselte Verteidigungssegmente. So, dann wollen wir mal gucken, wie sich das Ganze dann präsentiert. Und am besten, das ist natürlich, ich tue irgendwie die Wege noch ein bisschen deutlicher markieren. Vielleicht so, und außerdem müsste ich von denen eh genug haben, von diesen ganzen Zeugs. Und meiner Meinung nach wird das, glaube ich, gar nicht ins Blueprint übernommen, wenn mich nicht alles täuscht. Aber das finden wir gleich heraus. Ja, und mittlerweile habe ich ja auch genug
Material, um mir so einen Quatsch leisten zu können. Gucken wir nochmal. Unicom Produktion 130, Verbrauch wird schon gar nicht mehr angezeigt. Um die 80. Okay. So, und dann kommt hier. Sante. Weiß gar nicht, konnte man die so nebeneinander machen, die Schienen? Nee, das ist zu eng. Glaube ich, ja, ist zu eng. Der Abstand muss breiter sein, der muss so sein. 1, 2, 3, 4 dazwischen. Okay, also 4 dazwischen. So. So. Und jetzt brauche ich bloß noch Schottersteine. So sieht das dann schon ganz ordentlich aus. Bloß, dass ich eben jetzt hier in die Strommasten an die dazwischen setzen kann. Wie es vielleicht noch ein bisschen optimaler wäre, sondern die bei mir jetzt auf der Innenseite stehen. Halt hier praktisch auch, zwar auf dem Randstreifen, aber mit auf der Innenseite. So, und jetzt brauche ich mehr Ziegel. Ich habe eigentlich, wenn ich denke auch irgendwo, das habe ich bestimmt nicht. Und Beton. Naja. Ganz schöne Verschwendung, die guten Ziegelsteine hier für den Bau zu verwenden. Ne? So. Das sieht eigentlich wie ein vernünftiges System aus, um die Basis hier richtig ringsrum einzumauern. Und da kommt auch das ganze Wirrwarr hier weg. Und jetzt muss ich bloß noch sehen, dass das alles so in den Blueprint geht. Genau. Gucken wir mal, was das Blueprint dazu sagt. Ja, genau. Wie befürchtet, nimmt das die Bodenplatten nicht mit. Kann ich ein anderes Symbol nehmen? Na super. Na super. Dann nehmen wir eben Mauern und noch einen Turm mit dazu. Kann mir sowieso nicht merken, was das dann war. Und ein Förderband. Ja. Und dann sollte das eigentlich fast funktionieren, wenn ich nicht ein Förderband vergessen hätte. Kann man das, irgendwie konnte man das ändern, ne? Auch im Blueprint hier. Wahrscheinlich aber nur wegnehmen. Und wenn es die toten Viecher hier als Dekoration mitgeben würde, dann wären die wahrscheinlich auch mit drauf. Und ich würde jedes Mal versuchen, noch ein paar von diesen toten Viechern mitzusetzen. So. Das sieht doch jetzt ganz gut aus. Jetzt muss ich das bloß noch in das ganze System bringen. In das Abstandssystem hier. Mit die Strommasten. Das wäre hier. Und dann wäre der nächste hier. Und damit kann ich gleich mal probieren, wie das funktioniert. Das wäre praktisch hier. Genau. Sieht ganz gut aus. So,
Gebaut haben wir alles schon mal, also an der Stelle jetzt. Das kann alles abgerissen werden. Und wenn das weg ist, nämlich, kann ich praktisch erstmal hier die Fehler noch korrigieren. Und davon ein Blueprint auch machen als Bodenplatte. Genau so. So, naja, und weiter geht's dann an der Stelle in der nächsten Folge. Bis dahin und tschüss und noch schönes Wochenende.